The green monsters, never seeing losses. We be in the club, chickens physically accost us. Gosh, I've been living life crazy, G. Take her home and I hit it to my Drake CD. I don't say oh, yeah. Yo Leute, willkommen bei Ani Info. Das beste Zeitschriftenmagazin. Nein, Spaß, Jungs. Mädels. Also hier geht's um Animes, das ist jetzt mein neuer Trend, mein neues Projekt, wieso sage ich um Projekt? Mein neues Video. Hier geht's um Animes, um Anime-Infos, um Anime-Fun, um Anime. Anime-Humor. Top-Animes und mehr. Top behinderte Animes. Top Anime lol. Also, kennt ihr das? Wenn man so Animes anschaut wie High School of the Dead oder High School DxD. Also wenn man das schon sieht, die Mädels mit den fetten Dingern und ihr wisst schon, Titten. Und ja, darum geht es hier nicht, aber man hört immer nur und dann, und das sind heute die Jungs heutzutage, also naja, wechseln wir das Thema zu. Also Naruto. Kennt ihr Naruto? Nee, Naruto kennt ihr nicht. Doch, klar kennt ihr das. Naruto kriegt immer auf die Fresse. Schon von Anfang an. Also ihr kennt ja Sakura, die blöde Kuh, die behinderte. Die kickt ihn immer ins Gesicht, egal wie. Egal, so zum Beispiel. Und ja. Hier mal ein Video. なんか全くせいちょうしてらんのか、おのれは。何年かぶりに会って、かったに粉蝶いで、コミレさせんな、こら。さっきお前、キラキラ乙女心はどこに持ってきゃいいんだ。バカなれた。 Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Mann? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich fühle mich gerade so wie Jackie Chan. Und ja. Ja. Naruto. Dann gibt's auch noch diese behinderten Animes. Aber wechseln wir zu Sakura, ja. Die haut ihn immer auf die Fresse, ohne Grund. Er will ihr helfen. Mund zu Mund Beatmung. Und ja. Er will das machen und Sakura steht auf und haut ihn plötzlich einfach in die Fresse. Also, meine Fresse, das gibt's nicht. Und dann sieht Naruto so aus. Oder er rettet sie, so. Alter, da, ich denk grad, was ist das für ein Scheiß, und was ist das, ey, Naruto, mach halt einfach mal, fick dich, okay. Fuck yeah. Nein, Mann. Nicht dein ganzes Goku? Nee. Das guckt mich Bleach hier so blöd an. Wahnsinn, Mann. Ja, mein Gott, ja, wenn man Geld. Wenn das Geld kommt, Mann. Das Geld in die Hand. Du weißt schon, Money Boy, ne? Da gibt's. Ja. Hab ich schon mal gesehen, wie viel Animes kosten. Wie viel die wert sind. In Amazon, Amazon.de. Habt ihr das schon gesehen? Sword Art Online kommt raus. 60 Euro, 50 Euro, 7 Folgen oder wie bei Blue Exorcist. 7 Folgen. Das waren 30 Euro. Das ist für mich irgendwie zu viel, wenn dann schon so 15 Euro. Aber 30, der kann mich mal am Arsch lecken, weißt? Das, ja. Dann sind wir alle so traurig und dann kommt wieder. Und dann
Und dann sind wir alle zufrieden, Jungs. Ja. Und, so, zum Schluss noch einer meiner Top-Animes. Das kommt jetzt jedes Ani-Info-Video. Kennt ihr Owari no Seraph? Der Anime ist richtig Bombe, kann ich euch empfehlen. いつもあの光景が思い浮かぶ。大切な友達、仲間、家族の笑顔。そして、その家族を吸血鬼に殺される光景。 Actionreiche Anime. Ja, was kann ich euch von der Story erzählen? Da gibt's vieles zu erzählen, also ja. Also, im Jahr 2012 kam man durch eine vermeintlich von einem Virus ausgelösten Katastrophe alle Menschen über 13 Jahre um. Was ist da los, ne? Normal, oder? Normal. Weiß auch. Im Anschluss kamen die Vampire aus ihren Verstecken und übernahmen die Welt. Unter dem Vorwand, die Kinder zu bangen. Die Kinder zu schützen. Ja, diese, das blablabla, Vampirblut. Die Vampire benutzen halt die Kinder, um Blut zu saugen von denen. Und das sind Waisenkinder gewesen, die eingesperrt wurden. Und die Vampire haben sie halt dann zum Sklaven behandelt. Einer davon ist Yuishiro Hyakuya und eine Mikaela Hyakuya. Was sind das für Namen? Mikael und Yuishiro. 4 Jahre später, beide nur 12 Jahre alt, planen einen. Ja, die wollen abhauen, weißt du, Flucht. Und ja. Das kann ich euch weiter erzählen, da der Vampir killt dann einen und bla bla bla. Das müsst ihr euch einfach selber anschauen. Weil das ist dann. Dann ist die Action weg, wenn ich das jetzt alles erzähle. Es geht auf jeden Fall um Menschen, die Vampire kloppen. Also schon mal krass. Ja, Son Goku. Okay. Son Goku, was glaube ich da? Naja, das war eins meiner Top-Animes, Owari no Seraph. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also Leute, haut rein, viel Spaß noch und ein heißes Wetter da draußen, nicht? Ja. Also dann, haut rein, Leute. Ciao.